Leute, die HMX4 geht wieder auf die Reise und zwar nach Köln. Ja, eigentlich waren wir da jetzt nämlich auf der Gamescom. Jetzt geht's dann aber wieder zurück zu Stefan. Warum das Ganze? Wir haben es in einem der letzten Bildvideos schon angesprochen. Wir werden das ganze Ding nochmal komplett auseinandernehmen. Übrigens, wenn ihr die ersten Bildvideos noch nicht gesehen habt, die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, wir haben jetzt eben so ein paar Probleme festgestellt, die wir noch ein bisschen optimieren wollen. Das zum Beispiel haben wir die Switch aktuell hinten verbaut, ist nicht so ganz anwenderfreundlich, deswegen kommt die oben in den Deckel rein. Da kommt auch noch eine weitere Konsole rein, nämlich das Steam Deck. Yes. Und wir werden auch die ganzen Wasserkühlungskreisläufe noch mal überarbeiten, damit das Ganze einfach ein bisschen anwendungsfreundlicher ist. Deswegen, die ganze Hardware kommt wieder raus, anschließend wird alles wieder neu reingebaut. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann schnell hier unten Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Ich hätte gesagt, wir packen jetzt alles zusammen und dann let's go. Ihr seid auf der Suche nach Gaming-Peripherie, dann solltet ihr einen Blick auf Cherry bzw. Cherry X-Trify werfen. Egal ob Tastaturen, Mäuse, Headsets oder Mikrofone, der Hersteller bietet eine breite Palette an Peripherie und Zubehör, das für anspruchsvolle Gamer und Streamer kaum Wünsche offen lässt. Etwa die MX8.2 TKL, eine Wireless-Tastatur im hochwertigen Aluminiumgehäuse, natürlich mit den bewährten MX-Schaltern von Cherry. Oder die ultraleichte Gaming-Maus M8 Wireless, die mit ihrer hervorragenden Präzision auch Profis zufriedenstellen dürfte. Für den passenden Sound sorgt zum Beispiel das Headset X-Trify H1 und wer im Voice-Chat noch besser klingen will, der greift zum Beispiel zum USB-Mikrofon Cherry UM9.0 Pro RGB. Oder ihr stöbert selbst durch die Online-Shops von Cherry und Cherry X-Trify und stellt euch euer Peripherieset ganz nach Wunsch zusammen. Wir sind bei Stefan in Köln angekommen. Der Höllenmaschine geht's hoffentlich gut und wir packen sie jetzt mal aus, ja? Aber kannst du das machen? Ich habe Hand und Rücken. Boah, Michi, ist dein Ernst? Jetzt. Ja, komm, ich mach Michi-Kamera und du legst Hand an. Die HMX4 steht hier auf dem Operationstisch, das hat sie auch dringend nötig, weiß ich nämlich, schau mal hier unten, leider was gewiss beim Transport. Alarm! Also wir lassen jetzt hier gleich schon mal das ganze Wasser ab und dann wird alles auseinandergenommen, damit wir später alles verbessern können. Leute, ihr habt es gerade im Zeitraffer gesehen, wir haben die gesamte HMX4 wieder auseinandergenommen, weil wir wollen ja viele Sachen da drin optimieren. Unter anderem seht ihr jetzt hier oben aktuell in dem Gehäuse sind ja noch diese Stege drin, die werden wir jetzt hier gleich raussägen, ebenso bei diesem Einschub hier, deswegen habe ich hier auch schon den einen Radiator quasi rausgenommen, weil wir wollen ja oben im Deckel zwei Konsolen verbauen. Aktuell ist die Switch ja hier hinten im Gehäuse integriert, die soll hier oben reinwandern und wir bauen noch eine weitere Konsole ein, nämlich das Steam Deck, die soll quasi auch noch hier oben reinkommen. Also das heißt, neben den Stegen durchsägen haben wir ja auch noch den Deckel, da kommen hier dann die Schlitze rein, damit die Docks von den beiden Handhelds hier dann unten angebracht werden können. Dann sägen wir und dann schauen wir, wie es weitergeht. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Oder? Ja. Nein, das habe ich die Schärfe nicht. Oh, Christian, einmal mit Profis. Ah. Ja, wir haben jetzt noch Verstärkung von Stefans Bruder bekommen, dem Martin. Und Martin, du hast jetzt schon mal die Breakout-Box für die ganzen Anschlüsse von den Konsolen vorbereitet. Sieht ja Wahnsinn aus. Und guck mal, er hat hier sogar schon beschriftet, damit ihr genau wisst, was was ist. Und die kommt jetzt hier hinten rein. Ich glaube hier, ne? Hier kommt sie rein. Guck mal, da wo mein Finger ist. Und wie geht's weiter? Stefan, du fängst jetzt an hier rumzusägen, oder? Ich säge gleich mal da ein paar Löcher. Ein großes Loch. Ein großes Loch? Ein großes Loch. Weil wir wollen ja hier die ganzen Docks für Steam Deck und für die Nintendo Switch wollen wir jetzt hier oben mal noch reinpacken. Ja, dann würde ich sagen, fang an zu sägen. Nee, ich wollte erst bohren und dann sägen. Ich habe gerade mal ein paar Bohrungen gemacht, um hier das Laufwerk von der PlayStation drauf zu schrauben. Wofür brauchen wir das denn? Wird eigentlich nur gebraucht, um Updates zu machen mit der PlayStation. Ansonsten vollkommen überflüssig.
Das hier ist das Laufwerk für die Xbox, was Stefan hier gerade auf der Rückseite ausgebaut hat. Das brauchen wir, um Updates mit der Konsole durchführen zu können. Da ist es aber leider noch nicht vorbei, weil wir haben ja die Konsolen tauschen müssen, weil bei der ersten Platine ja leider ein Stromkabel abgerissen ist. Was wir aber nicht wussten, ist, dass scheinbar diese Laufwerke hier kodiert sind. Deshalb müssen wir dieses Laufwerk jetzt tauschen. Zwar gegen das Laufwerk, was jetzt auch wirklich zu der Platine gehört, die wir nachher einbauen werden, weil ansonsten funktionieren die Updates leider immer noch nicht. Ja, und du bereitest jetzt quasi gerade hinten die Abstandshalter vor, oder? Ja, ich brauche gerade mal so zwei Spacer. Okay. Ja. Genau, das kommt dann quasi. Kriegen wir es einfach nicht dahin gestopft. Hier, super. Ja, also der Martin hat auf jeden Fall gerade eine Deckelplatte, also eine Abdeckplatte für die Ausschnitte im Deckel gemacht. Die werden wir jetzt mal kurz hier vorbereiten und dann kann der Laser die mal eben schneiden. Super einfach. Ja, solange das alles funktioniert, wie es soll. Ja. Das ist ein 80 Watt CO2 Laser im Endeffekt, den wir dafür benutzen. Und ja, als Material kommt wieder hier dasselbe schwarze Plexiglas zum Einsatz, wie wir es für die anderen Blenden hinten im Heck auch benutzt haben. Das ist halt so die Standardwahl der Waffen. Die Finger über die Kaffee. Ja, das ist der erste Teil für unseren Deckel des Gehäuses, der gerade frisch aus dem Laser rausgekommen ist. Wir haben es ja hier oben angezeichnet. Also hier soll quasi eben das Steam Deck versenkt werden im Deckel. Hier soll die Nintendo Switch versenkt werden. Um das jetzt nochmal ein bisschen besser zu demonstrieren, wie das nachher verbaut werden soll. Also hier haben wir ja die Nintendo Switch eben mit dem Dock. Hier gibt es ja auch wirklich ein offizielles Dock. Beim Steam Deck gibt es nur dieses kleine Ding hier. Weshalb eben Stefan und Martin noch extra ein Dock gefertigt haben, wo das quasi hier reingesteckt wird. Und letztendlich kommt dann quasi eben hier so unsere Abdeckung drauf. Und dann werden eben beide Konsolen quasi in den oberen Bereich des Gehäuses rein versenkt. Leute, der erste Bildtag neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Wenn man sich jetzt das Gehäuse anschaut, ja, haben wir heute nicht allzu viel erreicht. Wobei, nee, das ist leider gelogen. Wir haben ja wirklich die gesamte Hardware erstmal rausnehmen müssen. Hinten war ja quasi bisher noch das alte Cover verbaut. Das haben wir jetzt hier eben schon neu gemacht. Eben mit den Ausgängen für die Switch, die Xbox, die PlayStation und auch das Steam Deck. Alles hier richtig cool beschriftet. Wir haben auch schon ein neues Top-Cover, weil eben Steam Deck und die Switch sollen ja quasi von oben versenkt werden. Dementsprechend haben wir hier auch schon alles rausgesägt. Und wir haben auch schon die Konsolen jetzt auf neue Laufwerke umgebaut, weil wir eben feststellen mussten, ohne Laufwerk leider kein Update und es wird auch nur das Originallaufwerk unterstützt. Michi, was steht morgen alles an? Ja, morgen geht es da oben weiter. Da kommen dann die Konsolen rein, die Anschlüsse werden verbunden, dann fangen wir an, die Hardware wieder einzubauen und möglicherweise kommen wir morgens dann auch schon zum Rohre biegen. Also, damit ihr das nicht verpasst, gleich mal abonnieren und die Glocke drücken, damit ihr auf dem Laufenden seid. Danke fürs Zuschauen. Morgen geht es weiter mit dem Rebuild, würde ich sagen, ja, der HMX4. Wichtiger Zusatz noch, ihr könnt die HMX4 gewinnen. Wir blenden hier unten jetzt ein Video ein, da erklären wir, wie das funktioniert. Also wenn ihr nicht eh schon lange teilgenommen habt, dann auf jeden Fall da unten reinschauen und dann ab zum Gewinnspiel. Ich wünsche euch viel Glück dabei. Wir sehen uns im nächsten Höllenmaschinen-Video. Bis dann. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.